Moin Leute, herzlich willkommen zu den LOL News. Mein Name ist Basti und nach einem kurzen Spot und dem Intro starten wir sofort rein in die erste News. Bevor wir reingehen, gucken wir ganz kurz auf Amazon Music Unlimited. Die sind nämlich Sponsor der heutigen LOL News Folge und ihr habt die Möglichkeit mit dem Link unten in der Videobeschreibung 3 Monate gratis Amazon Music Unlimited zu testen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Schreibt oder klickt da einfach unten auf den Link und ihr habt die Möglichkeit, bis zu 100 Millionen Songs kostenfrei zu hören, zumindest die ersten 3 Monate, und könnt das Ganze natürlich auch offline tun. Das Ganze ist sowohl in HD als auch in Spatial-Audio-Qualität dort zur Verfügung und vor allem gibt es auch Millionen von Podcast-Folgen. Ihr könnt also unter anderem den eigenen Podcast von Summoners Inn, AllChat, dort ohne Probleme hören. Falls ihr Interesse habt, klickt gerne auf den Link unten in der Videobeschreibung und sichert euch 3 Gratis-Monate. Jetzt starten wir aber rein in die erste News. Und dort schauen wir auf DRX. Der aktuelle Weltmeister hat nämlich auf Twitter bekannt gegeben, dass aktuell alle 5 Spieler von ihnen keine Vertragsverlängerung zum aktuellen Zeitpunkt jedenfalls haben. Das bedeutet, alle 5 Spieler sind Free Agent. Das heißt nicht, dass sie zwingend nächstes Jahr woanders spielen müssen, aber bisher wurden ihre Spielerverträge noch nicht verlängert und das ist für den aktuellen Weltmeister doch ziemlich ungewöhnlich. Außerdem gibt es viele weitere interessante Rumors aus der LCK. Einige blicken wir ganz kurz drauf. Zum Beispiel hat GNG bekannt gegeben, dass Doran und Peanut, ja, 2 sehr gute Spieler aus dem vergangenen Lineup, auch nächstes Jahr dort spielen würden. Auf der anderen Seite haben sie aber auch bekannt gegeben, dass Ruler und Lehens, also die Botlane, vor allem Ruler, der absolute Starspieler, der schon Jahre mit dieser Organisation verbracht hat, im nächsten Jahr nicht mehr Teil von GenG sein wird. Außerdem gibt es eine wahnsinnig spannende News, Faker himself betreffend. Der soll sich nämlich tatsächlich mit Teams aus Nordamerika im Gespräch befinden, namentlich Team Liquid und auch FlyQuest. Team Liquid soll ihm nach den gemeinsamen Gesprächen sogar ein konkretes Angebot gemacht haben. Ob Faker da ja oder nein gesagt hat, beziehungsweise wie sein Status da ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt aber noch komplett offen. Faker ist mal wieder Free Agent, das war in den vergangenen Transferperioden schon häufiger und auch in den vergangenen Transferperioden hat er häufige Angebote aus China im Millionenbereich, sehr, sehr lukrative Angebote aus China abgelehnt. Deswegen macht es für mich eigentlich relativ wenig Sinn, dass Faker straight up nach NA wechseln würde. Ich meine, du hast das Beste aus League of Legends, nämlich Faker, dann hast du das, nicht das Schlechteste, aber du hast halt NA. Und das zusammenzubringen, finde ich persönlich ziemlich schwierig. Aber wenn da Gespräche stattfinden und danach sogar ein Angebot gemacht wird, scheint das ja zumindest etwas zu sein und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Bevor wir auf die Roster-Änderungen und die ganzen Rumors aus der LEC selbst schauen, blicken wir ganz kurz auf das Format der LEC. Dort soll es nämlich auch einige Änderungen geben. Angefangen damit, dass die LEC nicht mehr nur die europäische League of Legends, also League of Legends European Championship sein wird, sondern dass da auch noch der mittlere Osten und Nordafrika dazu kommen. Ja, das heißt, auf der Karte wird quasi ein kleines Stückchen rausgezoomt und die umgrenzenden oder umliegenden Gebiete werden auch noch mit zu dieser Region gezählt. Das gilt sowohl für die LEC als auch für die EU Masters. Außerdem wird das Format, in dem die LEC spielt, verändert. Aktuell ist es ja so, dass der Spring Split das Jahr eröffnet, relativ früh im Jahr startet, so 1., 2., 3. Januarwoche geht es da meistens los. Dann ist der Spring Split vorbei, es geht in die Playoffs, dann kommen die EU Masters, die haben zwar nicht direkt etwas mit der LEC zu tun, aber laufen quasi nicht parallel oder nur sehr knapp parallel. Dann geht es zur MSI, dann ist der Summer Split, dann kommen wieder EU Masters und dann sind wir quasi schon bei den Worlds. Damit ist es ja eigentlich ziemlich gut durchgetaktet, die LEC. Scheint da aber ein bisschen Änderungsbedarf zu haben. Ich hatte euch auch in einer der letzten LOL News Folgen schon mal darüber berichtet. Da war das Ganze noch ein Gerücht, aber mittlerweile ist das Ganze bestätigt. Die Änderungen sehen folgendermaßen aus. Es soll nicht mehr 2, sondern jetzt 3 Splits geben. Diese Splits müssen dementsprechend aber ein bisschen verkürzt werden und haben keine richtigen Playoffs mehr. Es beginnt damit, dass es einmal ein Best of One ist, also quasi eine normale Hinrunde eines bisherigen LEC-Splits. Das heißt, ein Best of One, jeder spielt mal gegen jeden. Und nach dieser ersten Phase fahren die besten 8 Teams weiter fort. Das heißt im Prinzip einfach schmeißt man die schlechtesten 2 raus, weil man scheinbar einfach keine so viele Keller-Duells mehr haben möchte. In dieser zweiten Phase werden die 8 Teams dann in 2 Gruppen, also 2 Vierergruppen aufgeteilt, wo dann Best of Threes gespielt werden und daraus die 4 Besten kommen dann wiederum eine Stufe weiter, wo dann Best of Fives gespielt werden. Ziel dieser Systemumstellung ist vermutlich, dass man einfach mehr hochqualitative Games hat, dass man weniger Best of Ones zwischen, weiß ich nicht, Team BDS und SK haben wird, ohne die beiden Teams jetzt fronten zu wollen, sondern mehr Best of Threes oder Best of Fives zwischen G2, Fnatic, Mad Lions, Vitality, irgendwelchen oder Top-Teams oder Teams mit hochkarätigen Spielern, wo einfach das Zuschauerinteresse höher ist. Diese 3 Splits, die man im Jahr haben soll, sind nach dem Schema aufgebaut, was ich gerade erklärt habe. Also diese 3 Phasen, erst Best of One, dann Best of Three, dann Best of Five. Und am Ende des Jahres wird es dann ein großes Season Final geben, wo dann die besten 6 Teams über das gesamte Jahr gegeneinander antreten werden und wo sich dann nicht nur der
Gewinner dann herauskristallisieren wird, sondern eben auch die Teams, die zu den Worlds fahren werden. Diese Top 6 Teams am Ende des Jahres werden dadurch bestimmt, dass sich erstmal die drei Gewinner der Splits, also des Winter-, Spring- und Summer-Splits, qualifizieren. Wintersplit dabei übrigens nicht, wie es in der Prime League beispielsweise ist, dass im November, Dezember gespielt wird, sondern einfach im Januar, Februar. Springsplit dann im Februar, März, sagen wir dann halt auch nochmal ein, zwei Wochen später, sodass man dann relativ gut durch das gesamte Jahr kommt. MSI und so weiter muss natürlich berücksichtigt werden, dass es nicht zu sehr überlagert mit EU Masters. Und diese Top 6 Teams werden dann, wie gesagt, durch die ersten drei Gewinner ausgeteilt und durch die besten drei Teams, was die Championship Points betrifft. Das bedeutet, wenn man Zweiter wird, kriegt man so und so viel Championship Points, im zweiten Split dann Dritter und dann nochmal Dritter, kommt man auf jeden Fall in die Playoffs, weil man über das gesamte Jahr relativ consistent einfach oben mitgespielt hat. Und so wird man dann die besten 6 Teams des Jahres ausloten und dann haben diese 6 Teams die Möglichkeit dann, um einen World Spot zu kämpfen. Damit blicken wir auf die LEC selbst und auf die einzelnen Roster. Es gibt wirklich extrem viele Roster-Changes, deswegen werde ich leider nicht alle einzeln covern können. Ihr seht aber, so gut es geht, alles eingeblendet und wir gehen die Top-Teams einmal durch und schauen dann noch auf ein paar sehr wilde, aber auch honorable Mentions. Starten wir mit G2 Esports. Broken Blade und Cap sollen die einzigen beiden sein, die bleiben. Neuer Jungler wird Yike, sehr junger Spieler von LDLC. OL, der damit auch zweimal die LFL gewonnen hat. Die Botlane aus Hans Sama und Mikix, hatte ich ja sogar schon in den vergangenen LoL News Folgen berichtet. Bei Fnatic sieht es nicht weniger spannend aus. Da kehrt Reckless himself zurück. Rux, der bisherige Academy Support, soll Hylissang ersetzen und damit soll Reckless Rux auf der Botlane spielen. Und der Rest des Teams mit Wanda, Urazok und Humanoid soll gleich bleiben. Die Mad Lions sollen einen neuen Toplaner, nämlich Chasey, bekommen. Der hat erst bei Damwon Kia Academy gespielt, dann bei X7 Esports aus der NLC, also aus der Nordic League of Legends Championship. Und außerdem sollen sie natürlich noch eine neue Botlane bekommen. Elioi und Niski im Jungle und Midlane sollen gleich bleiben. Auf der Botlane soll aber Kasi zurückkommen und Hylissang soll ebenfalls dort spielen. Das heißt, Hylissang wird von Fnatic zu den Mad Lions wechseln. Das alles, wie gesagt, natürlich noch Gerüchte. Ich halte sie aber für ziemlich wahrscheinlich. Bei Team Heretics soll Jankos unter Vertrag kommen, der alte Jungler von G2 Esports, der nicht mehr im nächsten Jahr dort spielen wird. Außerdem soll es den ersten japanischen Import mit Evi geben, der da vorher bei Detonation Focus Me gespielt hat. Die Botlane ist relativ ähnlich. Da hat man mit Jax Spectre den alten AD Carry. Nur Mercer ist neu. Der kommt von Misfits. Und der Midlaner, der ist tatsächlich ein alter Bekannter. Das ist nämlich der gute Ruby, den wir schon aus der Prime League kennen von den Unicorns of Love. Bei Astralis bleibt die komplette Botzeit gleich. Nur auf der Topzeit ändert sich ein bisschen was. Und zwar kommt Finn von Excel zu Astralis. Und 113, der zusammen mit Reckless in der französischen LFL bei Carmine Corp gespielt hat, soll ebenfalls dieses Lineup verstärken. Team BDS holt die komplette Topside aus dem Academy-Team hoch, das heißt Adam auf die Toplane, Sheo in den Jungle, Nuclear bleibt in die Mitte, auch Crownshot bzw. Crowny kommt von der AD Carry-Position aus dem Academy-Team hoch ins Main-Team. Der einzige wirkliche neue Zugang ist Labrov von Team Vitality. Bei SK ist tatsächlich Sertos der einzige von dem vergangenen Lineup, der auch nächstes Jahr dort spielen soll. Neuer Toplaner wird irrelevant, der alte Toplaner von Misfits, Makun, der alte Jungler von Excel, wird neuer Jungler bei SK Gaming und Exakick und Dost, die alte Botlane von LDLC, also auch aus der französischen LFL, wird nächstes Jahr bei SK Gaming spielen. Bei Koi bzw. dem alten Rogue ändert sich vom Lineup nicht viel, nur der Toplaner wird ausgetauscht, da ist Shigenda der neue Odoamne, der alte Toplaner, der wechselt zu XL und hat da sein neues Zuhause gefunden. Dort wird er zusammen mit Xerxe, der von Astralis kommt, mit Viteo, der von Misfits kommt, mit Patrick, der schon bei XL gespielt hat und auch noch mit Tagamas von G2 Esports zusammen spielen. Sieht auch nach einem relativ potenten Lineup aus. Damit sind aber tatsächlich viele Top-Spieler aktuell noch komplett ohne Lineup. Zum einen haben wir einen Unforgiven, der jetzt nach NA wechseln soll. Zum anderen haben wir einen Upset, der komplett ohne Team ist. Einen Alfari, der auch aktuell komplett ohne Team ist. Einen Gilius, wo ich keine Ahnung habe, wo der hingeht. Also das sind schon hochkarätige Spieler, die aktuell noch keinen Vertrag haben. Ich habe gerade schon mal die 100 Thieves angesprochen. Unforgiven wird zu den 100 Thieves wechseln, allerdings nur als Academy AD Carry. Ein ADC, der bei uns zu Worlds gefahren ist, ist in NA einfach nur ein Academy-Team. Und ein alter Bekannter kommt zu den 100 Thieves zurück, nämlich der gute Doublelift. Die Midlane von den 100 Thieves soll auch einen ja, relativ bekannten Namen kriegen, nämlich Bjergsen. Also da scheint sich wirklich wieder ein klassisches NA-Team zusammenzubauen. Die greifen wirklich seit Jahren immer und immer wieder auf die gleichen Spieler zurück, holen die aus dem Ruhestand. Das alles sind, wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt noch Gerüchte. Einige Meldungen davon sind bestätigt, die allermeisten aber nicht. Trotzdem halte ich diese Gerüchte für relativ plausibel, denke, dass es genauso eintreten könnte. Werde aber, falls sich da noch was ändert, vor allem bevor die LEC-Season losgeht, nochmal eine extra Folge LoL News machen, wo wir da nochmal zurückblicken und gucken, okay, das hat sich bewahrheitet, das war doch nicht
richtig und da werdet ihr auf jeden Fall noch geupdatet. Damit war es mit den LOL News für diese Woche. Schaltet super gerne nächste Woche wieder ein. Donnerstag 18 Uhr kommen die nächsten LOL News raus. Bis dahin macht's gut, haut rein, wir sehen uns. Ciao, ciao.